Willkommen zum FPÖ-TV-Magazin. Hier sind unsere Themen. Die neuen FPÖ-Plakate richten sich gegen die EU und die Asylpolitik der Regierung. Alle Parteichefs nutzen Facebook, aber nur einer kann's, HC Strache. Die SPÖ und leistbares Wohnen. Eine 103-jährige Pensionistin soll in Wien noch jahrelang auf eine Gemeindewohnung warten. Hurra, es reimt sich wieder. Mit diesen Worten präsentierte FPÖ-Obmann HC Strache gestern die zweite Plakatserie der FPÖ für den laufenden Nationalratswahlkampf. Thematisiert werden die EU und die Hilfszahlungen an Länder wie Griechenland, aber auch die kompromisslose Unterstützung von Banken und Spekulanten. Und die FPÖ kämpft weiter gegen den Asylbetrug. Die Sujets der insgesamt 3000 Plakate lauten: Wir helfen zuerst im eigenen Land. Rot-Schwarz hilft Bank und Spekulant. Das zweite Sujet: Asylbetrüger haben zu gehen. Rot-Schwarz will das nicht verstehen. Und das dritte Sujet: Keinen Cent für Pleitestaaten. Rot-Schwarz hat uns verkauft und verraten. Auch im Wahlkampf 2013 hat sich bis jetzt gezeigt, dass die Freiheitlichen die inhaltliche Diskussion bestimmen. Die Anliegen der Österreicher stehen dabei absolut im Mittelpunkt. Die FPÖ-Mission, mit der wir in diesen Wahlkampf hineingegangen sind, nämlich 20% zu überspringen und das je höher, desto besser, ist sehr, sehr gut angelaufen in dieser ersten Phase. Es ist gelungen, aus unserer Sicht in Österreich eine längst überfällige und eine längst notwendige Diskussion einmal darüber zu führen, welche Stoßrichtung die Politik überhaupt einnimmt, wer denn sozusagen diejenigen sein sollen, auf die der Fokus der politischen Tätigkeit gerichtet sein soll. Und genau das haben wir damit gemeint, als wir diese Kampagne der Nächstenliebe ins Leben gerufen haben, weil wir eben meinen, dass das politische Prinzip zu sein hat. Das Thema EU ist den Regierungsparteien derart unbequem, dass es in diesem Wahlkampf kaum angesprochen wird. Deshalb wird in der freiheitlichen Kampagne ganz besonders hervorgehoben, mit welchen weiteren Belastungen die Bürger durch die Euro-Krise und die vielen Hilfspakete aber tatsächlich zu rechnen haben. Die Euro-Krise ist nämlich in keinster Weise überwunden. Vielmehr stehen wir vor einem bedrohlichen dritten sogenannten Rettungspaket für Griechenland, das unmittelbar bevorsteht, wo alle Experten sagen, spätestens nach der deutschen Wahl und natürlich auch nach der österreichischen, geht der Krisenwahnsinn weiter. Nichtsdestotrotz ist die Euphorie bei Faymann und Co. ungebrochen, was die Versenkung unserer Steuergelder in Pleitestaaten betrifft. Aber wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, dann versteht man, dass sich die Österreicher verraten und verkauft vorkommen. Ich kann daher keinerlei Sinn in Faymanns europapolitischem Duckmäusertum erkennen, außer seiner Bereitschaft, im Rahmen falsch verstandener Solidaritätsfantasien Milliarden und Milliarden im Mittelmeer zu versenken, nämlich österreichische Steuergelder, die wir hier im Land dringend nötig hätten, weil wir eben hier im Land Österreicherinnen und Österreicher haben, die massiv von Armut gefährdet sind. Und ja, natürlich widmen wir uns auch dem Thema des Asylbetrugs. Wer, wenn nicht wir, ja, im Lande? Denn alle anderen lassen sich auf der Nase herumtanzen. Und es ist nun einmal so, dass der Großteil derjenigen, die zu uns kommen, keine wirklichen Flüchtlinge aus politischen, religiösen oder ethnischen Gründen sind, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend um Wirtschaftsflüchtlinge. Obwohl oftmals missinterpretiert, steht für die Freiheitlichen die Nächstenliebe ganz besonders dafür, dass viele Österreicherinnen und Österreicher heute Opfer einer rot-schwarzen Politik geworden sind und als Opfer auch von Rot und Schwarz links liegen gelassen werden. Die Plakate werden in diesen Tagen affischiert. Rechtzeitig zum großen Wahlkampfauftakt am Samstag, dem 31. August im Linzer Design Center. Die Rede von HC Strache beginnt um 18 Uhr. Davor sorgt die John Otti Band für Stimmung. Ein besonderer Leckerbissen wird diesmal die Präsentation des HC Rock Songs, den ORF-Star Werner Otti, bekannt aus der Show Die große Chance, singen wird. Das Rennen um die Nationalratswahl geht also in die heiße Phase. Doch nicht nur auf der Straße wird jetzt um jede Stimme gekämpft. Auch im Netz fischen die Parteien nach Stimmen. Eine wichtige Rolle spielen dabei soziale Netzwerke, insbesondere das größte soziale Netzwerk Facebook. Fast 3 Millionen Österreicher sind darin angemeldet, darunter auch die Spitzenkandidaten aller Parteien. So sehr sich alle auch um die Nutzer bemühen, nur einer von ihnen sticht besonders hervor.
Kein österreichischer Politiker ist erfolgreicher auf Facebook als HC Strache. Mit über 137.000 Anhängern ist er der Konkurrenz um Längen voraus. Im Monat erreicht der FPÖ-Politiker mit seinen Beiträgen über 2 Millionen Menschen, weit mehr als manch heimische Zeitung Leser vorweisen kann. Gegenüber FPÖ-TV erklärt HC Strache sein Erfolgsrezept im Internet. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass gerade das soziale Medium davon lebt, dass man es selbst betreibt, dass man selbst auch Postings hinaufstellt, auch den Kontakt mit den Usern und mit den Anhängern und Freunden auch persönlich führt, dass es authentisch auch gelebt wird und nicht aufgesetzt ist wie bei anderen politischen Mitbewerbern, die ja teilweise auch Fake-Profile haben. Doch der Erfolg auf Facebook ist nicht immer ungetrübt. Immer wieder sieht sich HC Strache mit willkürlichen Sperren konfrontiert. Sei es die Kritik am amerikanischen Überwachungsskandal rund um Edward Snowden, die ihm eine wochenlange Sperre einbrachte, oder gezielte Denunziationen von linker Seite. Gerade im Vorfeld des Wahlkampfs will man offenbar mich hier etwas behindern, aber ich lasse mich nicht aufhalten. Auch die Aufregung um ein kürzlich veröffentlichtes Foto des FPÖ-Chefs in Badehose geht ins Leere. Ja, welche Überraschung, wo jetzt große Aufregung geherrscht hat. Ich auch in Österreich, wenn ich irgendwo schwimmen gehe, auf welchem See auch immer und in welchem Bundesland auch immer, auch mit der Badehose schwimmen gehe. Also das war jetzt wieder eine künstliche Aufregung, die wieder eins zeigt. Es ist Wahlkampf und da wird alles versucht, gegen uns freiheitlich und gegen meine Person negativ in Stellung zu bringen. Von seiner offenen und authentischen Gesprächskultur sind auch die jungen Menschen angetan, die wir auf der Straße um ihre Meinung gebeten haben. Findest du es gut, dass Heinz-Christian Strache auf Facebook ist? Auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute Plattform, um mehr über ihn zu erfahren, vor allem für jüngere Wähler. Also wie sonst, wenn nicht über Facebook, das modernste Medium heute überhaupt. Ja, ich finde es nicht so schlecht, dadurch, dass er die Jugendlichen, glaube ich, besser erreichen kann. Er kann sicher seine Argumente preisgeben. Andererseits können auch die Jugendlichen und alle, die auf Facebook aktiv sind, nachschauen, was er zu sagen hat. Er ist auf jeden Fall sehr präsent. Also man hört fast täglich was von ihm und unterschiedlichsten Themen, also manche Privatsachen und viel von Politik. Er ist auf jeden Fall von allen Parteien, der am meisten auf Facebook präsent ist. Wie findet ihr das, dass er das auch privat nützt? Also ich finde es super, dass er es auch privat benutzt, weil er schreibt ja auch, dass er zum Beispiel auf Urlaub ist oder dass er dort bei einer Veranstaltung ist. Und ich finde das eigentlich sehr gut, weil wenn man andere Politiker anschaut, die schreiben das wirklich nur von der Arbeit her. Und ich finde auch, das zeigt, dass er einfach nicht abgehoben ist und dass man auch mit der Bevölkerung das Privatleben teilen will. Seine ehrliche Art zu kommunizieren ist kein aufgesetzter Wahlkampfschmäh. Denn seine Kraft, die schöpft HC Strache aus vielen persönlichen Gesprächen. Wie man sieht, nicht nur auf Facebook. Ich bin am Weg, ja, ich komme gleich. Ja. Bitte um Geduld, aber ich breche auf und komme jetzt direkt zu euch. Ja. Alles Liebe, grüß euch. Es hätte das grüne Vorzeigeprojekt werden sollen, doch es kam ganz anders. Die Umgestaltung der Maria-Hilfer-Straße in eine Fußgängerzone wurde für die grüne Stadträtin Vasilako zum Bumerang. Dennoch glauben die Wiener Grünen fest an einen Erfolg. FPÖ-TV begab sich auf einen Lokalaugenschein der anderen Art. Vieles ist neu auf der Maria-Hilfer-Straße, Österreichs größter Einkaufsmeile, die neuerdings zum Lieblingsspielplatz für grüne Experimente erkoren wurde. Während sich auf der neuen Fußgängerzone die Menschenmenge tummelt, bewegen sich auf den alten Gehwegen gerade einmal eine Handvoll Leute. Und auch die Fahrrad-Routies fahren viel disziplinierter als früher, während die Freunde von links kräftig für die FPÖ werben. Zufrieden sind auch die Autofahrer, die seit der Umgestaltung der Straße nicht mehr im Stau stehen. Gratulation, Frau Stadträtin, die Mission Impossible ist gelungen. Wohnen wird immer teurer und ist für viele Menschen kaum noch leistbar. In Wien gab bei einer von der Stadt durchgeführten Befragung nur ein Viertel der Teilnehmer an, sich die Miete leicht oder gar sehr leicht leisten zu können. Die sozialistischen Verantwortlichen feiern das Ergebnis dennoch und erklären, es gebe eine sehr hohe Wohnzufriedenheit. FPÖ-Obmann HC Strache ist gänzlich anderer Meinung. Ja, was ist denn das für ein Zynismus? Und die gleiche Partei der SPÖ geht dann her und sagt, günstige und leistbare Mieten? Ja, wer ist denn der Miete im sozialen Wohnbau gewesen, vor allen Dingen in den Städten, wo in der Regel die Sozialdemokraten ja das Regierungsamt innehaben und den sozialen Wohnbau in der Regel auch vornehmen und dafür verantwortlich sind.
und wir heute Rekordmieten bis zu 900 Euro und mehr im sozialen Wohnbau vorfinden. Ja, da ist die SPÖ der soziale Mitte. Wie sich das konkret auswirkt, zeigt FPÖ-TV anhand des folgenden Beitrags auf. Eine mittlerweile 103-jährige kriegsinvalide Pensionistin muss für ihre bescheidene Wohnung tatsächlich knapp 900 Euro hinblättern. Seit Jahren wartet sie auf eine Gemeindebauwohnung. Doch geht es nach der SPÖ, muss sie sich noch mindestens 4 Jahre gedulden. Statt sich um die Sorgen der Schwächsten zu kümmern, lächelt SPÖ-Kanzler Faymann nur von den Plakaten herunter. Im Plakatieren ist die SPÖ derzeit Weltmeister. Land auf, Land ab werden leere Versprechen propagiert. Auch beim Thema Wohnen. Fakt ist, mehr als 30.000 Wiener warten auf eine Gemeindebauwohnung. Eine von ihnen ist Frau Winter, sie ist 103 Jahre alt und Kriegsinvalid. Seit 3 Jahren wartet sie auf die Zuweisung einer Gemeindebauwohnung. Glücklich wohnt Frau Winter derzeit nicht und auch billige Mieten sind ihr ein Fremdwort. Mittlerweile zahlt sie für ihre 63 Quadratmeter Wohnung fast 900 Euro. Wohlgemerkt für eine Wohnung, die sich im ersten Stock befindet, ohne Lift. Nur mit Hilfe ihres über 70-jährigen Sohnes schafft Frau Winter, die auch an ihrer Hüfte bedient ist, die 24 Stufen. Frau Winter und ihr Sohn wohnten vor vielen Jahren in dieser ruhigen Gemeindebaugegend. Doch es gab Streitigkeiten mit einer Hausmeisterin, gefolgt von einem dubiosen Beschwerdebrief, der erst nach vielen Jahren relativiert wurde. Zwar wurde die damalige Hausmeisterin zu einer Strafzahlung verurteilt, doch Frau Winter hielt die Wohnsituation aufgrund einer Morddrohung nicht mehr aus. Sie zog mit ihrem Sohn aus der Wohnung, forderte von Wiener Wohnen aber eine Ersatzwohnung, die ihr nicht zugesprochen wurde. Auch Anfang Jänner 2007 sah man keinen Grund für eine Vormerkung. Und erst als Frau Winter im Jahr 2010 erneut um eine Wohnung ansuchte, wurde sie in Vormerkung genommen. Doch zuletzt hatte Frau Winter anlässlich ihres Geburtstags ausgerechnet von der SPÖ schlechte Nachrichten erhalten. Auf Anfrage an die Bezirksvorsteherin meinte diese leichthin, dass wir aufgrund bestehender Wohnungsmängel schon warten müssten, ungefähr in der Dauer zwischen 4 oder 5 Jahren, bis eine geeignete Wohnung frei sein würde. Dabei wurde Frau Winter für ihre 25-jährige SPÖ-Mitgliedschaft sogar von Bruno Kreisky geehrt. Wie denkt die einst treue Genossin wohl jetzt über die SPÖ und vor allem Werner Faymann? Dieser verspricht weiter, was er ohnehin nicht halten kann. Seit 2009 versucht uns die EU, die Energiesparlampe einzureden. Als Alternative zur herkömmlichen Glühbirne weist sie allerdings viele Mängel auf. Die versprochenen Energieeinsparungen halten sich in Grenzen. Die Entsorgung ist aufwendig und gefährlich. Unsere Gesundheit und die Umwelt sind durch das enthaltene Quecksilber betroffen. Das nächste EU-Spezial am kommenden Dienstag beschäftigt sich mit diesem Thema. Wir zeigen Ihnen hier schon eine kleine Vorschau. Mit dem Verbot der herkömmlichen Glühbirne sollte Europas Konsumenten die Verwendung der Energiesparlampe schmackhaft gemacht werden. Wieder eine Verordnung der EU, der die Menschen zwar nicht ausweichen können, aber durch ein bisschen Information können sie auf die Gefahren der Quecksilbersparlampen aufmerksam gemacht werden, um dann doch auf adäquate Alternativen zurückzugreifen. Mehr dazu, wie gesagt, am Dienstag. Das nächste Magazin gibt's wieder am Donnerstag. Und bis dahin, wie gewohnt, alle Neuigkeiten von der HC-Tour tagesaktuell in diesem YouTube-Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns am Samstag in Linz beim Wahlkampfauftakt. Auf Wiedersehen!